Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Fly Fishing Chronicles. Heute ein kleines Tutorial, wie ihr ganz professionell eure Fliegenrolle aufregt. Und das, was ihr dafür braucht, ist zum einen euer Backing, ihr braucht eure Flugschnur und das Vorfach. Und wenn ihr das Tutorial bis zum Ende durchschaut, dann wisst ihr ganz genau, auf was ihr achten müsst, denn auch hier gibt es immer wieder so kleine Kniffe und Tipps und Tricks und die möchte ich gerne mit euch teilen. Wir fangen natürlich damit an, erstmal die Spule mit Backing zu unterfüttern. Ich nehme dazu eigentlich auf allen meinen Rollen 20 Pfund Backing, das reicht absolut aus. Im Süßwasser braucht man kein stärkeres Backing, vielleicht beim Welsfliegenfischen vielleicht, keine Ahnung. Aber ich mache eigentlich überall 20 Pfund Backing drauf, egal ob ich jetzt meine Viererroute fertig mache oder meine 10er Hechtfliegenroute. Ich mache einfach überall 20 Pfund Backing drauf. Und ihr braucht auch kein teures Backing zu nehmen. Nehmt einfach das Billigste, was es gibt, ganz ehrlich. Um das Backing an der Spule zu befestigen, gibt es eigentlich zwei Knoten und die möchte ich euch gerne zeigen. Ich nehme dazu jetzt hier eine alte Flugschnur, einfach damit ihr das besser sehen könnt, wie ich den Knoten binde. Ich lege dazu das Backing einmal um die Spule drumherum, wickle zwei, dreimal drumherum um den Spulenkern. So kann das Backing später nicht verrutschen. Und jetzt habe ich hier die zwei Enden quasi. Hier ist das lose Schnurende und die lege ich jetzt, oder das lose Schnurende lege ich jetzt hier um meine Finger drum rum quasi und dann entsteht hier jetzt eine Schlaufe. Und das lose Schnurende wickle ich jetzt quasi um die beiden Stränge drum rum. Drei, viermal, das reicht vollkommen aus. So, das zeige ich euch mal. Zack, so sieht das dann aus quasi, um die zwei Stränge drumherum gewickelt, klassischer Uniknoten. Und dann zieht man das einfach fest. Zack, dann ist der Knoten fest und dann zieht man den einfach zur Spule runter. Ich mache das jetzt nicht komplett fest, weil ich will euch noch gerne den anderen Knoten zeigen und dann war es das auch schon. Einen zweiten Knoten, den man nehmen kann, das ist der sogenannte Aberknoten. Und da fange ich genauso an. Ich nehme das Backing, wickle das Backing erstmal zwei, dreimal drumherum, damit es nicht verrutscht. Jetzt habe ich hier das lose Schnurende und jetzt mache ich nichts weiter als einen einfachen Knoten zu machen um das andere Schnurende. Das sieht dann quasi so aus. Wie ihr sehen könnt, einfacher Knoten. Ziehe das ein bisschen fest und jetzt mache ich hier in dem losen Schnurende nochmal einen Überhandknoten rein. Das ist quasi dann der Stopper, wenn man so will. Zack, da ist dann hier im Schnurende drin. Und dann ziehe ich fest. Und wenn ihr das dann runtergezogen habt, dann zieht sich der Knoten gegen den Knoten. Das zeige ich jetzt nicht, ich will es nicht festziehen. Und dann hält das bombenfest. Jetzt, nachdem das Backing quasi an der Spule befestigt ist, habt ihr jetzt hier die Spule. Ich mache das immer so, dass ich, bevor ich das Backing an die Rolle befestige, schon mal durch die Rute durchfädle. Jetzt nur an den ersten zwei Stückchen quasi, jetzt nicht durch die komplette Rute. Und wichtig ist jetzt dabei, wenn ihr das aufwickelt, dass das Backing quasi von unten weggeht, weil es wird ja auch von unten an der Rolle quasi draufgespult. Wenn ihr das nicht macht, zum Beispiel ihr macht jetzt so, dass die Schnur von oben weggeht und wird dann hier unten weiter drauf gewickelt, dann könnt ihr Schnurtwist quasi bekommen. Und das Schlechteste, was ihr machen könnt, ist, wenn die Spule auf dem Boden liegt und ihr wickelt einfach so das Backing ab, weil dann gibt es kompletten Leintwist und das wollt ihr definitiv nicht haben. Am besten ist natürlich, wenn ihr jemanden habt, der die Spule festhalten kann, einfach einen Stift durch die Spule durch und dann draufwickeln. Und wie ihr seht, geht die Schnur quasi vom unteren Ende der Spule weg. Und wie ihr hier sehen könnt, geht die Schnur auch jetzt hier wieder am unteren Ende der Spule auf die Spule drauf. Wichtig ist dabei, dass ihr das Becken richtig straff aufwickelt und gleichmäßig auf der Spule mit den Finger verlegt. Ihr könnt natürlich zum Draufwickeln entweder die Schnur durch die Finger führen, damit richtig schön straff drauf gewickelt wird, oder nehmt einfach ein Tuch und wickelt es dann straff drauf. Hier jetzt bei der Rolle habe ich das schon mal fertig gemacht. Das Backing ist drauf gewickelt und ihr seht, das Backing ist schön gleichmäßig verlegt auf der Spule. Es baut sich nicht auf der einen oder auf der anderen Seite zu sehr auf. Und wichtig ist, Daumenprobe machen, indem ihr hier quasi auf das Backing drauf drückt. Das darf nicht nachgeben, das muss richtig schön straff sein. Sobald ihr da drauf drückt und es ist irgendwie weich, dann habt ihr das zu lose drauf gewickelt und ihr müsst das normal machen. Von daher macht es gleich richtig schön fest drauf. Wie viel Backing solltet ihr auf die Rolle drauf machen? Ganz klar, so viel wie geht, denn je mehr Backing
drauf ist, desto größer wird dann hier der Aber quasi, der Durchmesser der Spule, desto höher ist dann später die Schnuraufnahme natürlich, desto weniger fällt der Memory-Effekt aus, weil halt die Schnur in größeren Klängen aufgewickelt ist. Aber es muss natürlich noch die Flugschnur drauf passen, das ist ganz klar. Ihr macht zuerst das Backing drauf, so ungefähr, und dann könnt ihr schon die Spule nehmen mit der Schnur drauf und könnt so ungefähr abschätzen, ob noch mehr Backing oder noch weniger Backing. Manchmal ist es so ein bisschen Trial and Error. Man merkt, okay, jetzt habe ich die Flugschnur drauf und das setze ich jetzt da oben irgendwie fest beim Einkurbeln. Dann müsst ihr halt noch mal ein bisschen Backing runterziehen. Aber das ist auch so ein bisschen so Erfahrungssache und Gefühlssache. Wie befestige ich jetzt meine Flugschnur ans Backing? Das ist ganz einfach. Ich mache dazu am Ende des Backings einen ganz einfachen Schlaufenknoten. Das heißt, ich nehme die Schnur einfach doppelt, mache einen Überhandknoten, gehe dafür zweimal durch, zack, zieh zu. Und ich kann euch sagen, der Knoten, der geht auch einwandfrei durch die Ringe durch, wenn man einen Fisch ins Becken geht, das weiß ich aus Erfahrung vom Karpfenangeln, das ist kein Thema. Und der Vorteil jetzt ist, ihr könnt jetzt die Flugschnur, die ihr jetzt einfach hier noch drauf habt, einfach einschlaufen. Ja, ich gehe dann einfach hier mit dem Loop quasi hier durch, zack, steckt dann die Rolle durch, oder wenn ihr den Loop anders durchsteckt, dann könnt ihr auch die Spule mit der Schnur, mit der Flugschnur durchziehen, und dann hat man hier quasi eine Loop-zu-Loop-Verbindung. Falls ihr eine Flugschnur habt, die ist vielleicht schon ein bisschen älter ist oder ein günstigeres Modell, und hier ist keine Schlaufe dran, dann könnt ihr das Backing mit einem Albright-Knoten befestigen. Oder ihr kauft euch hier so eine Schlaufenverbindung, die ihr hinten dran macht dann an die Flugschnur. Das ist kein Problem. Oder ihr macht euch einfach selber eine Schlaufe hinten dran, aber das ist dann wieder ein Thema für ein anderes Video. Aber so habt ihr das verbunden. Der Vorteil ist, es ist einfach natürlich, es ist schnell gemacht. Und ihr könnt die Schnur ganz schnell wechseln, weil ihr könnt das natürlich jetzt wieder ausschlaufen und könnt dann quasi eine andere Schnur einschlaufen. Und auch hier wieder dasselbe Prinzip wie vorhin beim Backing. Die Schnur geht unten von der Rolle weg, denn sie geht auch unten wieder auf die Fliegenrolle drauf. So ist das auf einer Ebene und es kann kein Schnurtwist entstehen. Auch hier ist es natürlich wieder praktisch, wenn ihr eine helfende Hand habt, ganz klar. Ihr könnt das auch anders machen, das zeige ich euch gleich. Aber wenn ihr jemanden habt, der das festhält, ist natürlich umso besser. Auch hier ist es wichtig, dass ihr die Schnur schön straff draufwickelt und mit den Finger quasi verteilt von links nach rechts geht, sodass alles wirklich gleichmäßig drauf ist und sich die Schnur nicht auf der einen oder auf der anderen Seite zu sehr aufbaut. Wenn ihr jetzt allerdings keine helfende Hand parat habt, dann kann man das natürlich auch ganz einfach selber machen. Ich nehme dazu die Spule einfach zwischen meinen Füßen, habe natürlich einen Bleistift wieder durchgestreckt und dann wirklich das drauf. Ist kein Problem, ich kann auch mit den Füßen schön Druck ausüben, sodass die Schnur auch schön straff auf die Fliegenrolle drauf gewickelt wird. Auch hier wieder, die Schnur muss von unten weggehen von der Spule, denn sie geht auch wieder unten auf die Rolle drauf. Was ihr nicht machen wollt, ist, dass die Schnur von oben weggeht und dann wieder unten drauf geht. Das produziert Schnurtwist. Und das absolut Schlechteste, was ihr machen könnt, ist, dass ihr die Spule einfach auf den Boden legt und dann die Schnur drauf wickelt, weil ihr seht schon, wie sich die Schnur so abdreht und das produziert enorm Schnurtwist und der ist sehr schwer wieder aus der Schnur rauszubekommen. So, jetzt ist die Rolle gut gefüllt mit der Flugschnur und ihr seht, sie eckt oben nicht an. Das heißt, ich kann im Eifer des Gefechts die Schnur schnell aufwickeln, ohne dass sie oben blockiert. Und ich habe den maximalen Aber quasi ausgenutzt von der Rolle, indem ich maximales Backing drunter gefüttert habe, die Schnur allerdings immer noch genügend Platz hat. Okay, ihr habt jetzt die Flugschnur drauf und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch das Vorfach einschlaufen. Nehmt das dafür raus. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie man ein Vorfach richtig schön auseinander nimmt, weil jetzt ist er so zusammengewickelt und viele tun sich da gerade am Anfang schwer, das ohne viel Verwirrung irgendwie auseinander zu bekommen. Ihr nehmt das Vorfach so raus, nehmt das dann zwischen Daumen und Zeigefinger und ihr habt jetzt hier quasi das dicke Ende. Und das dicke Ende, das ist quasi die Schlaufe dran, das wickelt ihr zunächst erstmal hier durch. Das macht erstmal so frei, müsst ihr ein paar Mal drumherum wickeln, ja, nochmal, je nachdem wie viele Windungen das sind, und dann könnt ihr das Vorfach quasi einfach auseinanderziehen und dann
gelingt es euch, das dünne Vorfach auseinander zu machen, ohne dass es sich irgendwie verwickelt oder verheddert. Zack. Und schon ist es frei. Und das bedeutet jetzt natürlich umgekehrt, wenn ihr mal so ein Vorfach wieder zusammenlegen müsst, dass ihr mit dem dünnen Ende anfangt, haltet es quasi so fest und wickelt das quasi um eure Finger drumherum. Zack, 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 bis das dicke Ende kommt. Und wenn ihr alles aufgewickelt habt und so ein dickes Ende bleibt hier noch übrig, dann wickelt ihr das wieder ein paar Mal quasi um die Schlaufe drumherum. Und dann ist das wieder so ein schönes kleines Package. Und ihr könnt es wieder ganz normal verpacken. Die modernen Flugschnüre von heute haben eigentlich alle eine Schlaufe vorne dran. Es gibt so ein paar YouTube-Videos, da wird immer empfohlen, die Schlaufe abzuschneiden und das Vorfach dran zu knoten. Ich bin davon allerdings gar kein Freund, denn die Schlaufen heutzutage, die sind wirklich sehr, sehr gut gemacht und sehr haltbar. Das heißt, die sollte man auch nutzen, definitiv. Die haben auch einen Vorteil, nämlich dadurch, dass durch diese Schlaufe die Flugschnur noch ein bisschen dicker ist, gibt es hier vorne mehr Auftrieb. Denn gerade beim Nymphenfischen oder generell beim Fischen, irgendwann, jede Flugschnur geht dann irgendwann mal unter die Wasseroberfläche. Aber wenn ihr hier die Schlaufe habt, dann gibt es nochmal so einen extra Auftrieb quasi. Also ihr nehmt jetzt quasi das Vorfach und die Schlaufe und schlauft das einfach wieder durch. So. Und dann zieht sich das quasi zusammen. Kritiker von solchen Schnurschlaufen erwähnen immer, dass quasi durch diese Schlaufenverbindung so ein kleines Gelenk entsteht. Allerdings ist es bei Schwimmschnüren und gleich so ein gezogenes Vorfach eigentlich, finde ich, nicht der Fall, weil das verbeißt sich so dermaßen ineinander, dass der Übergang eigentlich fließend ist und sich das Vorfach ohne weiteres schön ablegen lässt. Deshalb bin ich dafür, dass ihr die Schlaufe benutzt. Falls die Schlaufe mal kaputt gehen sollte, dann könnt ihr natürlich das Vorfach mit einem Nagelknoten dran binden oder ihr benutzt einfach so eine Loopverbindung, geht auch. Oder ihr speist euch natürlich wieder entweder selber eine Schlaufe dran oder beim Angelladen. Wenn ihr euch jetzt eine Rolle startklar macht mit einer Sinktipp, dann ist es ja so, ihr habt hier auch natürlich eine Schlaufe und jetzt würde man einfach, man nimmt ja in der Regel da kein gezogenes Vorfach, sondern man nimmt einfach ein Stück monophile Schnur. Im Fluss wollte ich so 50, 60 cm nehmen maximal. Allerdings ist ja das so dünn, dass wenn ihr das jetzt hier einschlaufen würdet, dann würde das unter Zug das Coating kaputt machen. Deshalb mache ich hier noch so einen selbstgebastelten Loop-Verbinder quasi, den ich mal aus dicker monophile Schnur gebastelt habe. Ich mache da nichts weiter als hier eine Schlaufe rein, dort eine Schlaufe rein. Dann schalte ich das dazwischen. Und weil das halt so dick ist, kann sich das hier in das Coating nicht einschneiden. Und dann tue ich hier quasi an der Schlaufe mein eigentliches Vorfach einschlaufen. Und die Schlaufe hier, die zieht sich dann auch irgendwann mal richtig schön gerade, richtig schön straff. Und man hat dann eine richtig schöne direkte Verbindung. Wir bleiben jetzt erstmal beim gezogenen Vorfach. Ihr habt das jetzt eingeschlauft. Und wenn ihr jetzt ein frisches Vorfach eingeschlauft habt, dann ist das oftmals so ziemlich verkringelt. Und das Erste, was ich mache, ist, ich ziehe das erstmal glatt oder strecke das erstmal. Ich nehme das dann erstmal so und ziehe das erstmal so durch, um das ein bisschen glatt zu ziehen, um diese ganzen Kringel rauszubekommen. Und was ich dann mache, ist, ich ziehe das durch meine Hand durch. Einfach, um das schön zu strecken. Wichtig ist, dass es ein bisschen warm wird, aber nicht zu heiß. Ihr wollt das Material nicht schädigen. Ruhig ein paar Mal durchziehen. Das mache ich auf ganze Länge. Und dann wird das quasi wie so ein zarter Spinnfaden quasi. Man merkt sofort, dass die Kringel rausgehen. Und das ist natürlich dann für die Präsentation auf dem Wasser viel besser. Und man sieht schon, das hängt, oder ich weiß nicht, ob man sieht, aber es hängt richtig schön gerade runter und nicht mal in diesen Kringeln. Was es im Handel auch gibt, sind natürlich solche Vorfachstrecker. Allerdings würde ich von denen abraten. Ich benutze zwar einen, den habe ich vor 20 Jahren gekauft bei Askari für 1 € oder so. Und der ist echt super. Bei den neueren Modellen bin ich gar nicht überzeugt. Die habe ich genutzt. Ich habe die Vorfächer durchgezogen und was mir da auffiel ist, dass auf den Vorfächern drauf so ein Gummiabrieb zu sehen war und das Vorfach war auch so ein bisschen so milchig verfärbt. Das heißt, obwohl ich es nicht wirklich richtig doll durchgezogen habe, ich habe das schon gefühlvoll durchgezogen, aber das ist für mich so ein Zeichen, dass das Vorfach irgendwie einen Schaden genommen hat. Deshalb nehmt einfach eure Hände, ihr braucht keinen Vorfachstrecker und das funktioniert wunderbar. Wie gesagt, macht es nicht so doll, es darf nicht so heiß werden, dann schädigt ihr das Material, sondern zieht es einfach schön langsam straff durch. Und dann ist es schön glatt. So, ihr habt jetzt
das Backing drauf, ihr habt eure Flugschnur drauf, ihr habt euer Vorfach eingeschlauft und jetzt braucht ihr eigentlich nur noch eure Trockenfliege, Nymphe, Streamer anknoten und ihr könnt anfangen. Ein Tipp, den ich euch noch geben möchte, ist, dass ihr eure Schnur vorher dehnt, gerade wenn es eine neue Schnur ist, einfach um den Memory-Effekt rauszubekommen. Hängt dafür einfach die Fliege irgendwo in irgendeinen Ast ein und dann nehmt ihr ein bisschen Schnur runter und dehnt die Schnur, überdehnt sie allerdings nicht zu dolle, macht es wirklich mit Gefühl, bisschen anziehen, bisschen halten, wieder loslassen, wieder neu dehnen und eine Weile halten. Bei Sinkschnüren oder Sinktippschnüren ist darauf zu achten, dass ihr die Schnur wirklich nicht zu dolle dehnt, denn da kann ich das Coating von der Schnurseele quasi ablösen, also wirklich mit Gefühl machen und nicht wirklich nach dem Motto viel hilft viel, eher gefühlvoller das Ganze machen und dann werdet ihr schon sehen, die Schnüre sind viel geschmeidiger, der Memory-Effekt ist draußen und es gibt weniger Line-Twist und ihr könnt besser werfen. Ja, jetzt wisst ihr, wie ihr ganz professionell eurer Fliegenrolle startklar macht. Wenn ihr mehr Tutorials sehen wollt, dann schaut doch gerne auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Einfach in die Playlist reinschauen, das ist eine Playlist Tutorials. Mehr Tutorials werden kommen. Von daher nicht verpassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ich beantworte sie gerne. Vielleicht habt ihr auch noch Ergänzungen, kein Thema. Ich wünsche euch viel Petri Heil. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.